Der erste Tag neigt sich einem instabilen Ende zu. Ulrike und Michael, wie ist denn euer Fazit für heute? Katastrophe. Alles andere als zufrieden. Ziel war, die Grundkonstruktion vom Podest steht. Wie ihr seht, steht der Anfang, aber noch nicht alles. Also es fehlen noch 6 Balken. 2-3 Stunden werde ich wohl schon noch brauchen, bis ich mein Tagesziel erreiche. Auf jeden Fall. Und ich bin auch fröhlich beschäftigt mit Streichen. Was also, auch irgendwie länger dauert, als ich es mir erwartet hatte. Die ganzen Pannen und die Verzögerungen machen sich jetzt deutlich bemerkbar langsam. Also ihr habt noch 27,5 Stunden. Haut rein. Alles klar, vielen Dank. Bis morgen. Also ich möchte von dir sehen, dass sowohl das Podest fertig ist, aber dass das Bett auch da drin steht. Das ist Tagesziel, das sollte Tagesziel sein. Bisher hat Team Köpenick direkt am Ziel vorbeigeschossen. Die Checkliste hat jedenfalls noch keinen Treffer abgekriegt. Sieht doch gut aus. Also ich würde das vielleicht nicht so mit den OSB-Platten machen und was ich auch nicht gerade verstehe, ist, wieso die Balken an der Wand fest muss, weil da jetzt doch so ein Ding steht. Vielleicht wollen die da drauf ja nicht nur sitzen, sondern auch Stepptanz üben? So, schauen wir doch mal zu Team Neukölln. Also die montieren gerade die Unterkonstruktion für das Plateau und die tragenden Balken für das Schrankmodul. Also zumindest Gerd-Jan. Hanna macht, Zettelkunst? 9 Uhr morgens in der Hauptstadt. Hier ist das Fernsehen. Guten Morgen, Fernsehen. Herzlich willkommen zu Tag 2 des kubistischen Kleinods. Sie wirken auf jeden Fall frisch. Entspannt, ja. Ja, frisch und entspannt. Es ist exakt das passiert, was angekündigt wurde. Fast. Und nur das. Ja. Bis auf das. Das ist allerdings zu vernachlässigen. Ja, wir haben nicht viel geschlafen. Ja. Sind ziemlich müde, aber es muss fertig werden. Als Belohnung für die nimmermüden Heimwerker hüpft jetzt der nächste Haken auf die Checkliste. Alle Hölzer sind auf Maß gesägt und das Grundgerüst für das Klettergerüst, kubistische Plateauschrankgebilde, steht. Wir sind gut vorangekommen, diese Unterkonstruktion. Wie hast du denn diese Balken am Boden befestigt, Gerd-Jan? Mit unsichtbaren Lufthaken? Ja, also ich mag diese Metallecke nicht so. Und deswegen habe ich, also wenn der Balken noch lose war, quasi 2 Löcher gebohrt. Die kommen so bis hier. Und dann habe ich das abgesägt und dann habe ich hier Holzdübel reingesteckt, also reingeleimt. Und in das Ding auch noch 2 andere kleine Löcher gemacht. Also die kleinen Löcher, da ist eine Schraube drin mit einem Dübel in den Fußboden. Und wenn das dann fest war, konnte man diese Balken einfach draufstecken quasi. Geil. Und das hat eigentlich gut funktioniert. Gerd-Jan, Respekt. Super gemacht. Der weiß auf jeden Fall, was er macht. Er weiß definitiv, was er macht. So. Der und hat ganz schön viel Ahnung. Schöne Idee auf jeden Fall. Ja. Schöne Idee. Also ihr habt noch 11,5 Stunden. 11,5 Stunden, ja. Aha. Dann müssen wir schnell arbeiten. Ist fertig, wenn Zeit abgelaufen ist, ne? Ja. Okay. Los, dann los. Ja, Zeit ist nämlich Geld. Bei uns jedenfalls ganze 1.000 Euro Siegerprämie. In Köpenick bietet sich morgens um 9:45 ein wilder Anblick. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Alles fit? Den Umständen entsprechend, würde ich sagen. Also viel geschlafen haben wir nicht. Aber mehr Aufregung und so, oder? Irgendwie. Ja. Und gut kaputt auf jeden Fall. Von der körperlichen Arbeit halt, ne? Ja, dann habt ihr bestimmt was geleistet. Na, dann kommt mal rein. Ich will das Bett sehen. Alles ein bisschen unordentlich noch, aber das Grundgerüst vom Podest steht. Ich bin gerade dabei, noch die Treppe zu bauen. Ihr habt noch 11 Stunden und 10 Minuten. Schafft ihr alles? Gute Frage. Ich habe dafür gar kein Schwer Gefühl mehr. Schwer einzuschätzen, wird extrem knapp. Wird wirklich extrem knapp. Ja. Deswegen, also, wir müssen Gas geben. Also, mir ist halt alles ein bisschen zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da mehr erwartet als vorbereitender Bauzeichner, der eine Schnittliste macht und alles fertig hat und alles fertig geliefert kriegt. Ist das jetzt mal nicht so eine. Immerhin, Ulrike hat die Kisten fertig lackiert und damit den ersten Haken auf die Checkliste gepinselt. Michael philosophiert weiter über seinem Podest, während die Frau den Sofabau beginnt. Ja. Ja. Naja. Also ich würde sagen, nie Paletten, aber das ist persönlicher Meinung. Wir kommen keine Palette ins Haus, aber da soll ja jeder selber glücklich werden. Eben. Eine Portion Glück könnte Team Köpenick ohnehin vertragen. So, jetzt kommen Paletten.
Glücklicherweise sind die neu, keine gebrauchten Paletten nehmen. Ihr wisst nie, was steckt da im Holz drin. Wenn ich das haben die neue gekauft, ansonsten sind die auch manchmal ganz dreckig. Dann weiß man nie, wo die waren. Ach, die Idee finde ich nach wie vor gut, ja. Also man hat das sowas ja schon öfter mal gesehen irgendwie im Internet und mir hat das bis jetzt immer gut gefallen, muss ich sagen. Sag mal, wo ist denn eigentlich die kleine Martha? Die wurde wieder von den Großeltern abgeholt, heute direkt nach dem Frühstück. Muss man mal gucken, wie lange sie es mit den Großeltern aushält. Kommt drauf an, wie viele Gummibärchen Omi hat. 10,5 Stunden noch, dann ist Schluss mit lustig. In Neukölln spielt sich nun ja wieder Seltsames ab. Hund Sumi und Heimwerkerin Hanna üben eine Zirkusnummer ein. Oder was machst du da, Hanna? Ja, das ist der kubistische Teil. Ja, Marc, Kiste auf Kiste auf Kiste. Versuche ich in meinem müden Hirn irgendwie zusammenzureimen. Ja, wie das alles zusammenhängt. Räumliches Denken war schon mal besser. Ihre künstlerische Freiheit lasse ich euch ja gerne, ne? Aber kommt mal wieder zurück zu unserer Welt. Teampartner und Ehemann Gerd-Jan ist dafür voll und ganz in unserer Duelldimension. Na, bist du wach? Ich habe eigentlich gar nicht geschlafen, wir haben uns hingelegt, aber ich musste die ganze Zeit denken, über was ich noch machen muss nächsten Tag. Also ich bin schon ziemlich müde, ich muss ein bisschen aufpassen mit der Säge, aber es wird schon langsam und konzentriert. Trotzdem schnell. Für das Plateau schneidet Gerd-Jan die Bodenplatten zurecht. Mal gucken, ob das jetzt passt. So, passt. Und da soll man dann drauf sitzen können? Ja, kann man schon. Also wenn es festgeschraubt ist, dann ist das ist 2 cm dick. Also. Ja, und hier unten kommt dann der Karussellsystem. Also deswegen nehme ich die Platte wieder mit. Und dann bastel ich das gleich da dran. Was ist denn dieses Karussell? Ja, keine Ahnung, was die damit meinen. Sachen vielleicht aufzeigen? Das kann natürlich sein, ne? Dass du es dann so drehen kannst, ja. Und dir immer irgendwas anderes abnehmen kannst. Das wäre natürlich auch echt praktisch. Sehr witzig, ja. Gut geraten, ein Karussellschrank. Dafür verleimt Hanna Hölzchen, die als Bügelträger dienen sollen. Der Holzleim, der ist deswegen weiß, damit man sieht, wo er rausquillt, wo man geleimt hat, und wird dann, wenn er abgebunden ist, durchsichtig. Das ist eine Gardinenschiene und das ist ein Gardinenroller. Und der kommt in die Gardinenschiene rein und da kommt der Kleiderbügel. Ich glaube, wenn du einen schweren Mantel ranhängst, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Leim das aushält. Vielleicht steht die Künstlerin ja mehr auf leichte Kleider. Im Atelier schneidet Gerd-Jan die Stangen auf Maß und hat dabei ganz andere Sorgen. Also das sind eigentlich Gardinenschienen, ne? Und ja, ich muss mal gucken, ob es funktioniert. Ich hoffe, es verhakt sich nicht, wenn es quasi so rumdreht. Wie viel Zeit haben wir noch? 9:42. Absurd. Okay. Vollkommen absurd. Na, gestresst? Das hättest du wohl gern, hä? Ich lass mich nicht stressen dadurch, oder? Mal sehen. Also, wir werden es schon fertig kriegen irgendwie. Bin ich mir ziemlich sicher. Naja, und die Frau glaubt ja eh nicht an physikalische Zeit. Ganz so entspannt geht's in Köpenick nicht zu. Ulrike und Michael basteln immer noch am Podest. Ihr habt nur noch 9 Stunden Zeit. 9? Ja. Na gut, da können wir doch bestimmt noch verhandeln, oder? Über Zeit lasse ich mit mir nicht handeln. Über andere Dinge schon, aber nicht über die Zeit. Zeit ist reine Verhandlungssache. Ja. Nur wer die Checkliste in den 36 Stunden komplett abarbeitet, bekommt dafür die volle Punktzahl. Geil, Ulrike, dich mit dem Akkuschrauber zu sehen, that makes me happy. Jaha, denn Frauen an Maschinen, ja, das mag der Marc. Und für Teamarbeit gibt es auch bis zu 3 Punkte. Wie weit seid ihr denn mit den USB-Platten, Michael? Also, die erste Lage USB auf dem kleinen Podest ist drauf. Die zweite Lage fehlt noch. Ulrike, wofür ist das denn? Das ist jetzt für die LED-Spots. Die wollte ich ja in die farbige Kiste einkleben, kann man die. Ah, und die werden mit Fernbedienung betrieben? Genau, dass man so ein schönes indirektes Licht hat, was dann quasi in die Kiste reinleuchtet. Ja, da müssen wir die ganze Zeit die Batterie wechseln. Ja. Genau, so sieht es dann aus. Und dann wird es eingeklebt. Die Leuchtkisten sollen später an die Wand. Im Nebenzimmer kämpft Michael mit der zweiten Lage seiner Grobspanplatten. Was fehlt noch?
Ich habe noch den Streifen. Ich habe hier noch den Streifen. Und wir haben hinten noch den Streifen. Du kannst jetzt mal messen, was du hier brauchst. Dann sägen wir das zurecht. Denkst du, ihr habt euch überschätzt? Oder schafft ihr das alles zu zweit, Ulrike? Ja, also unter normalen Umständen würde man sich wahrscheinlich, wenn es jetzt nicht gerade für diese Sendung wäre, noch ein paar Jungs ranholen. Aber so müssen wir jetzt das halt zu zweit schaffen. Ja, wenn sie für die Sendung wäre, dann müsste man den ganzen Quatsch aber auch nicht innerhalb von 2 Tagen erledigt haben. Nee, würdest du denken, ey, ich gehe jetzt ein Eis essen, mache ich morgen. Na, ein Morgen gibt es nicht. Dafür 1.000 Euro für das Siegerteam. Hast du super gemacht, Schatzi. Bis zu 3 Punkte gibt's für handwerkliche Leistung von Profi Marc. Und siehe da, der 2. Haken klettert endlich auf die Liste. Die letzte Platte passt. Das Podest ist fertig. In Neukölln bauen Hanna und Gerd-Jan ebenfalls ein Podest. Mit künstlerischem und individuellem Anspruch. Oben zum Draufsitzen, unten drunter zum Klamottenaufhängen. Ein Unikat, oder? Ich glaube schon, wir haben ins Internet geguckt und nichts gefunden. Vielleicht gibt es auch einen Grund, ja, funktioniert das gar nicht. Guck mal, cool. Nice. Und sie dreht sich doch. Das nennt man ein Wuppertaler System. Ja, Wuppertal, Schwebebahn. Ja, zurück zur Kunst. Was machst du da? Also diese Linie hier ist quasi die optische Weiterführung von der Teppichkante, wenn man da in der Tür steht. Dann läuft diese Kante quasi parallel zu dieser Teppichschnittkante. Genau. Und die wollen wir einfach jetzt noch mal so in den Raum reinheben, sozusagen. Also sie will halt das Muster vom Boden auf das Bett mit übertragen, dass es halt das so ein optischer Einklang gibt. So ein Übergang ist, ne? Genau. Ineinander. Und was passiert denn jetzt mit dem alten Schrank? Wird er nun in Würfel geschnitten? Ja, da wird ja jetzt der kubistische Schrank draus. Das heißt, zerlegen, aneinandersetzen. So, versetzt. Wir können es uns nicht so gut vorstellen. Deswegen machen wir erstmal ein paar Teile und dann kann man so ein bisschen halt anhalten. Und dann ich meine, kann man diese, besser entscheiden, diese Kiste ist halt auch soll. Überhaupt nicht dafür gedacht, dass du einfach irgendwo Stücke abschneidest. Ne? Nee, das heißt, wir müssen erstmal gucken, wie die reagiert. Es kann so gut sein, dass da ziemlich viel Spannung drauf ist. Ne? Genau. Dass er einfach so natürlich auf einmal schief ist. Die zerschneiden den Schrank und zersetzen den in 3 Teile. Zerlegen den in 3 Teile. Und das funktioniert fress im Besen. Kein Problem, Marc. Den baut dir Gerd-Jan sicher gern. 6,5 Stunden noch. Und bei Uli und Michael in Köpenick geht endlich was vorwärts. Was machst du da gerade? Ich baue gerade die Grundkonstruktion fürs Bett. Hier unter die Hölzer kommen noch diese Rollen. Dann, dass ich das Bett dann auch schieben kann. Hoffentlich stimmen jetzt alle Maße. Sonst passt die Schlafschublade nachher nicht unter das Wohnpodest. Ulrike stapelt schon mal das Sofa. Oh, mit diesem, also gibt 2 Sachen, die ich mittlerweile nicht mehr so gut leiden kann. Paletten in der Wohnung und Shabby-Look. Nur weil manche Leute zu doof sind zu streichen. Das ist alles splitterig, das ist ein bisschen das Ding. Also ich würde das vielleicht mit, ja, irgendwas machen noch, dass muss die Kleine da nicht... Muss irgendwas drum. Oder die Kleine muss abgehärtet werden. Oder alle kriegen Handschuhe. Siehst du schon rot, Ulrike? Ja, oh, ist das schön. Also scheinbar ist auch rot ihre Lieblingsfarbe. Ich war völlig erledigt, ehrlich gesagt. Müde, körperlich, am Ende. Hat sie ausgewählt, so wie ich denke. Ne? Die hat auch rote Klamotten und alles. Auf jeden Fall bezieht sie farbliche Stellung her. Naja, so ist sie auf dem Sofa doch super getarnt, oder? Aber heimlich ausruhen gilt nicht, auch wenn die Checkliste um einen Haken reicher ist. Was sagt denn unser Profi-Handwerker? Wenn da jetzt eine Verkleidung vor wäre, vor diesen hässlichen Paletten, dann fände ich das ja noch cool. So eine Verblendung davor, damit man das nicht sieht, dass es Paletten sind. Tja, Marc, aber darum geht's ja genau bei Palettenmöbeln. Ne? Michael hat den Rahmen fürs Bett fertig gebaut. Wenn der und das Podest passt, fällt dem Heimwerker der nächste Stein vom Herzen. Weg damit! Lüps, fertig. Ja, es passt, ja, das ist gut. Fehlen noch die Verblendung und der Lattenrost.